Hallo, meine lieben Bird Rider. Hier ist wieder euer Landsquid. Und wir spielen wieder Final Fantasy VII Remake. Beim letzten Mal haben wir eine frühe Geschichte des Kantenmalers miterlebt. Der mysteriösen Gestalt, die in sämtlichen Videospielen die Leitern und Kanten und Kletterbahnobjekte meistens gelb, manchmal auch weiß oder rot lackiert. Und hier haben wir eine sehr frühe Version dieses Kantenmalers getroffen. Und wie genau die Umstände um diesen mysteriösen Kantenmaler sind, das ist Interpretationssache. Ich glaube, dass der Kantenmaler ein Kollektiv ist, ein Kollektiv der Seelen von verstorbenen Videospielhelden aus der Retro-Zeit, weil sie damals in ihren Videospielen den richtigen Weg nicht gefunden haben und dann einfach von ihren Spielern zurückgelassen wurden. Und dass das heute nicht mehr passiert, reisen sie von moderner Spielwelt in moderne Spielwelt, um dort die richtigen Wege zu markieren. Teilweise subtil, teilweise ein bisschen weniger subtil, aber auf jeden Fall immer unbemerkt. Und hier in Final Fantasy VII, das ist hier ein Remake eines älteren Spiels, haben wir, glaube ich, so ein bisschen eines der früheren Werke des Kantenmalers gerade miterleben dürfen. Damals war noch nicht so professionell, noch nicht so subtil und unauffällig, aber hat schon den Weg gezeigt, unserem Protagonisten, wie er das auch heute noch tut. So, weiter geht's. Bald wird uns der Himmel auf den Kopf fallen. Darum soll es heute gehen. Schauen wir mal, ob wir das verhindern können. Bitte, lasst uns durch! Der Geist der vergangenen Weihnacht. Und es gab viele vergangene Weihnachten. Cloud! Tifa! Es hat keinen Zweck! Wir müssen hier durch! Nihilistische Wesen. Moment, ich wollte gerade sagen, dem kann ich gar nichts tun, aber doch, gerade eben habe ich den Weg getan. Wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten die mal vielleicht analysieren. Unbekannte Kreatur B. Unbekannt. Verwendet Magieattacken, um seine Schockleiste schneller zu füllen. Physische Attacken füllen sie nur langsam. Wirksam nix, immun viel, besiegt 10... Na dann. Magie. Wie wär's mit Feuer? Oh yeah. Trifft das eigentlich auch mehrere Gegner dann so ein Feuer? Weil das ist ja schon riesig. Das war früher schon, glaube ich, dann ein Flächenschaden, ne, der alle Gegner getroffen hat. Ja, ich glaube schon. Aber ich habe viele JRPGs gespielt früher und auch heute noch. Ich habe jetzt keinen besonderen Bezug zu Final Fantasy. Hey, jetzt wartet mal kurz. Das heißt, vielleicht bringe ich das durcheinander. Jetzt muss ich mal schnell gucken, ob das nihilistische Wesen was anderes ist als die unbekannten Kreaturen. Das heißt zumindest tatsächlich anders. Aber steht das gleiche da im Grunde. Naja, dann machen wir nochmal Feuer. It's not very effective. Dann machen wir nochmal Feuer. Und Eisra. Und haben wir noch MP? Ja. Wird knapp, ne? So ein Feuer, das kostet schon ganz schön. Ja. Kommt das nihilistische Wesen. Das ist wahrscheinlich der echte Gegner, oder? Den müssen wir besiegen. Der ist der Boss. Ja.
gehen wir. Warum? Was war denn jetzt? Ich hab's nicht gecheckt. Warum hat er so überrascht gesagt, Aerith? Was war denn mit ihr? Hat sie irgendwas Komisches gemacht? Habe ich was nicht mitgekriegt oder? Na, egal. Ich kämpfe schon weiter. Biggs hat mich beschützt. Wedge, überlass das lieber Cloud. Ich verarzte ihn. Biggs! Jesse! Barrett! Wedge, bitte. Mach, was Tifa dir sagt. Was führen die Geister im Schilde? Man weiß es nicht. Da bist du ja endlich. Wir werden etwas aufräumen, bevor der Alleskönner hier auftaucht. Das ist doch nicht zum Haare raufen. Können die nicht einfach aufgeben? Du sagst es, hab ordentlich was abbekommen. Verdammt, ich werd hier noch verrückt. Chor auf Etage 2. Du gehörst wohl auch zur Avalanche. Hier ist noch einer. Verstärkung. Au, au, au. Erste Hilfe. Schade, unsere M4 haben sich noch nicht regeneriert. MG-Geschütz. Ah, das haben wir noch gar nicht analysiert, scheinbar. Na, das kommt in meine Sammlung. Gonna scan them all. Sadala. Jetzt könnt ihr es weghauen. Ich hätte es lesen sollen, oder? Aber was steht da schon? Hier, Shinra hat ein Gatling-Geschütz auf einen Turm installiert. Mach Elektroattacken. Das steht da wahrscheinlich. Ist jetzt nicht, glaube ich, super interessant. Weiter geht's. Oh-oh. Schildpersonen. Lasst uns erstmal den da rein, den Grenadier. Wenn da zwei Tanks und ein Damage-Dealer sind, hau den Damage-Dealer. Okay, gut. Ich meine, Feuer ist, glaube ich, immer gut gegen Menschen. Aber die sind halt irgendwie... Ah doch, machen wir Feuer an. Ja, hat funktioniert. Ich habe mir nur gedacht, weil die Schilde haben, da wird so videospiellogisch, technisch dann auch Blitz immer gut funktionieren, weil das quasi die Schilde stromt und so, aber nö. Was sind eigentlich die anderen beiden? Warum sind wir eigentlich alleine? Kümmern sich die anderen beiden jetzt um... Ich verstehe schon. Ja komm, dann machen wir... Oh. Na komm, dann benutzen wir halt mal Ether. Für was sammeln wir denn seit 100 Jahren Ether und benutzen ihn nicht? Ich bin, was das angeht... Also inzwischen geht's. Inzwischen haben wir gerade moderne Videospiele gelernt, dass es gar nicht notwendig ist. Aber gerade so aus meiner Retro-Zeit war ich so ein Spieler, der dann quasi zum letzten Endboss mit 99 Schuss Raketenwerfer und 100 Schuss Magnum kommt, weil er keinen einzigen Schuss abgefeuert hat. Oh nein, jetzt wartet mal kurz. Ah! So, weiter geht's.
Das gleiche gilt für Heilung oder sowas. Weil man weiß ja nie, ob man es noch braucht. Ne? Lieber nicht jetzt verschwenden. Aber mittlerweile weiß ich. Der Feind ist geschwächt. Moderne Spiele geben einem immer genug. Teilweise sogar ein bisschen zu offensichtlich. Wenn irgendwo in vielen Spielen immer noch irgendwo in einem Raum extra viel Heilung liegt, kann man sich wahrscheinlich auf einen Bosskampf einstellen. Aber gut, ne, die Architektur von Videospielen verrät sowieso immer schon einiges. Was ist eine Boss-Arena? Was ist eine narrative Passage? Ist da ein kleines Haus? Nee. Oh! Was schießt denn da auf uns? Ein Lichtblitz? Ach so. Das ist jetzt aber gemein. Kennen wir die schon? Ja, die kennen wir schon. Das sind einfach MG-Drohnen. Ich verstehe gar nicht, warum die das können. Gut. Gut. Ich liebe das Gefühl von MG-Kugeln auf meiner Haut. Alles läuft nach Plan. Ich meine, wer weiß, was die bei Soldaten so, ne? Keine große Sache. Für Hautimplantate kriegen. Damit wird so eine MG-Drohne zu einer Massagedrohne oder so, wer weiß. Versorgt. Keine Angst. Das ist ja gut. Sicher auf 4 Pfoten gelandet. Nicht reden. Oben geben sie alles. Bitte, Cloud. Hilf ihnen. Kann ich auch sagen, nein, ich werde niemandem helfen. Wenn schon, denn schon. Und was ist mit dir? Ich kämpfe hier weiter. So ein paar hundert reiß ich noch mit. Bist nicht der Einzige, der was drauf hat. Noch. Der Helmchenhof, das Waisenhaus. In Sektor 5. Geh doch mal hin und sieh nach. Nichts da. Das machst du selbst. Magst wohl keine Kinder. Genau. Wo du selbst noch eins bist. Viel Glück, Cloud. Das Schicksal der Welt lastet auf dir. Ich komme zurück. I'll be back. Aha, aber wenn er sagt, I'll be back, dann ist er wahrscheinlich jetzt nicht tot, sondern schläft nur. Der schläft nur. Der ruht nur seine Augen aus. Keine Sorge. Ihm geht's gut. Weil ich weiß nicht, wie Wedge das verkraften würde. Oder Biggs, wie auch immer. Einer von den beiden halt. Die beiden Star Wars Piloten halt. Tja, kriegt er keinen Moment der Verabschiedung. Ich meine,
klaut, der ist auch ein Mensch. Der arbeitet vielleicht für Shinra, aber vielleicht nicht mal freiwillig. Vielleicht hat er nicht mal Bock drauf. Na, das ist wahrscheinlich kein Konzern, wo man großartig Nein sagt, wenn die einen rekrutieren. Vielleicht hat er auch nur seinen Job gemacht. Vielleicht wollte er auch nur seine Familie versorgen. Denkt da mal drüber nach. Nicht nur ihr seid hier die Leidtragenden. Nicht nur ihr seid die einsamen Helden. Ja, vielleicht haben die nicht freiwillig Propellerhände und fliegen irgendwie 30 cm über den Boden damit, sehr uneffektiv. Wer weiß. Analysier den mal. Nur kein Über. Frick. Der Luftkompetent A. Luftkompetenten der Shinra-Sicherheitsbehörde. Dank der an seinem Kampfanzug befestigten Propeller kann er mühelos aus der Luft angreifen. Er führt Aufklärungseinsätze aus und verfolgt Ziele in unzugänglichen Gebieten. Ja, den müssen wir einfach nur, weil er entweder ein Mensch ist, feuern. Oder aber, weil er ein Luftgegner ist, windeln. So wie immer halt im Grunde. Oder, was auch meistens geht, solange wir ein Schwert draufhauen, bis er tot umfällt. Das ist meistens eine akzeptable Strategie in dem Spiel. Aber für was habe ich denn Aerora? Ach ja, wisst ihr was, wenn die einfach einen Propellerrucksack hätten und dafür zwei Hände, die sie benutzen können zum Schießen, wären die so viel effektiver. Aber verratet das nicht Shinra. Sonst haben wir ein Problem. Sagen. Ich glaube, schon langsam sollte ich mich echt mal heilen und in dem Moment sterben wir fast. Holy Potato. Ja, aber wirklich, schnell jetzt. Puh, das war fast ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. So. Aerodactylus, du bist dran. Luftkompetent, Powerattacke. Wuschelbusch. Nein, laut. Ist der schon tot? Ja, tatsächlich. Wow, okay. That escalated quickly. Oder de-escalated quickly. Oder wie auch immer. Kommt auf die Perspektive an. Für die ist es eskaliert, für uns ist es de-eskaliert. Ziemlich schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt schon stirbt. Habe ich den schon... Hat der schon so viel abbekommen, oder? Tja. Einfach einen Blitz, Cloud. Mach einfach Blitz rein. Na, wie war ich? Gut genug. Hm? Das ist doch... Gib dich, du Zecke!
Ihr Ruchlosen, seid chancenlos! Tut gar nicht mehr weh. Sorry. Ich muss nach oben. Unbedingt. Folg deiner Intuition. Folg deiner Intuition, Aris. Denn sie wird wahr. In der Nähe ist eine Bar, der siebte Himmel. Dort wartet Marlene. Richtig? Keine Sorge. Ich werde sie finden. Bring sie zur Bar, okay? Überlass das mir. Kümmere du dich um die anderen. Siebter Himmel, wir kommen. Wedge, warte! Los, ihr müsst von hier fliehen! Wir müssen hier durch! Bringt euch in Sicherheit! Anders kommen wir nicht zum Wahlmarkt! Schnauze, der Durchgang ist derzeit gesperrt! Öffnet das Tor! Wir müssen hier durch! Verzieht euch, wir haben unsere Befehle! Wedge! Ich bin noch echt zu nichts nütze. Das stimmt doch nicht, Wedge. Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ja, ich auch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Leute, da stehen zwei Soldaten. Tifa könnte alleine mindestens wahrscheinlich 20 von denen fertig machen. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr? Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen. Komm schon, hier lang! Schnell! Hey, warte! Wedge! Hm? Zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite. Ich hole Marlene. Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit. Los, bitte, schnell! Bringt euch in Sicherheit! Die Platte stürzt ein! Also, ihr müsst hier weg! Ich finde... Fliegt nach Sektor 5 oder 6! Da seid ihr sicher! Ihr müsst schnell von hier fliehen! Und zwar weit weg! Hm? Warte mal! Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch... Ich muss das nur ganz kurz loswerden. Die hätten es genau andersrum machen sollen, logischerweise. Marlene kennt sie überhaupt nicht. Sie ist eine komplett Fremde für das Kind. Sie weiß nicht genau, wo das siebte Himmel ist. Sie hat keine Ahnung von irgendwas. Die Leute evakuieren könnte sie machen, könnten beide machen. Das Kind holen sollte eigentlich Wedge machen. Das ist viel, viel sinnvoller. Redakt. Aber die hatten Stress, doch, ne? Ist der es. Aber in der Eile. Blöder Platte. Die Platte wird einstürzen. Ja.
Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los, leitet die Evakuierung ein. Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Davor hatten schon die alten Gallier Angst. Hörst du auch zu Avalanche? Und jetzt passiert's wirklich. Nur eine Freundin. Der Himmel wird ihnen auf den Kopf fallen. Dann sag doch bitte tiefer, dass ich draußen auf sie warte. Ich muss zum siebten Himmel. Hier ist es nicht sicher. Verschwindet! Da ist es. Seht mal. Oh nein! Das Ding stürzt ab! Wenn doch nur jemand magische Fähigkeiten hätte und, keine Ahnung, beispielsweise Eis nutzen könnte, um das Feuer zu löschen. Das Feuer. Es wäre so nützlich. Ich muss schnell einen anderen Weg finden. Aber leider unmöglich. Ein Hubschrauber soll abgestürzt sein. Dort vorne kommt man wohl. Es muss doch irgendwo einen Weg geben. Es gibt einen Tunnel direkt zum Wallmarkt. Das ist sie! Bin weiter! Jetzt beeil dich! Hör auf zu schießen! Eieieiei! Tut weh, was? Aber jetzt müssen wir stark sein. Na los! Nun macht schon! Hier! Los! Hier lang! Schnell! Da vorne. Ich bring dich hin. Ist sie das wirklich? Sie sieht ganz anders aus. Haben wir das richtige Kind? Deswegen hätte Wedge gehen sollen. Aerith weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gleich haben wir es geschafft. Wer ist das? Was passiert denn nun, verdammt? Was ist denn los? Weiß niemand, was passiert ist? Wir gehen ganz langsam. Verdammt, mein Bein! Warum eigentlich? Warum gehen wir eigentlich ganz langsam und vorsichtig? Frage ich mich. Keine Sorge, dir passiert nichts. Wir könnten doch wenigstens ein bisschen joggen. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann schaffen wir es hier raus. Hier ist es zu gefährlich. Wir müssen zum Wallmarkt. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Na, ein Glück. Ach so, wir wussten, dass das nicht das... Okay, ich meine, natürlich, ich meine, ist immer gut, wenn man kleine Kinder rettet und so, aber ich dachte, das ist eine Verwechslung gewesen gerade. Aber anscheinend war das Aerith klar, dass das nicht Marlene ist. Gleich geschafft! Mein Haus! Bist du lebensmüde? Ah! Ja, noch ein verloren. Spart uns Zeit. Und bei euch? Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Hoffentlich geht es ihr gut. Marlene, halt durch, ich komme. Hm.
bist Marlene, stimmt's? Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Oh. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Das ist schlimm. Aber zu Hause ist, wo die Familie ist, nicht? Gehen wir? Duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Vergiss es nicht. Na komm. Ich meine, wisst ihr, ich verstehe das schon, das soll so eine herzerwärmende Szene sein, die die Charaktere erweitert und Tiefe verleiht und so weiter. Ist alles schön und gut, aber nicht in dieser fucking Situation. Gleich stürzt hier alles ein und alles sind tot. In dem Moment nimmt man das Kind und läuft weg, okay? Und danach kann man immer noch so herzerwärmende Momente haben. Meiner Meinung nach. Aber gut, okay. Ich bring dich zu meinem Haus. Da habe ich ganz viele Blumen gepflanzt. Darf ich auch welche pflanzen? Natürlich. Was sind denn deine Lieblingsblumen? Schluss mit dem Versteckspiel, Aris. Also, viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht. Dir passiert nichts, okay? Machen wir einen Handel. Komm schon raus und stell dich!
dort vorne. Ha? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Aua! Tiefer! Da bin ich. Was soll das? Das frage ich dich. Und jetzt komm schon. Verdammt! Was war das denn bitte? Ausgerutscht. Wo ist er? Ich hab sie zum siebten Himmel geschickt, um Marlene zu holen. Ups. Und Wedge? Der zeigt ihr den Weg. Gut. Ja. Dann nichts wie raus. Ich dachte schon, die Drohne explodiert schon. Ich wollte gerade sagen, die halten ja gar nichts aus. Aber in Wirklichkeit hat die nur ihren dämlichen Ladungsschuss aufgeladen, der echt nervt. Mir ist langweilig. Na, wo ist Barrett, wenn man ihn braucht, oder? Meine Güte. So, jetzt aber einmal. Ah ja, Feuer tut's auch, komm. Wird schon reichen, oder? Ah, das Geländer befeuert. Ey, ohne Scheiß. Come on, Spiel. Das muss nicht sein. Das ist gemein. Man kann nicht einschätzen, wo sich die Gegner befinden, wenn man seinen Zauber aushält. Das dauert ein bisschen. Manchmal sind die sogar noch in ihren Animationen gefangen. Da gibt es keine Möglichkeit für den Spieler tatsächlich wirklich einzuschätzen, wann irgendwas ausgelöst wird. Und dann irgendwie sowas zu machen, das ja, aber da war jetzt das Geländer im Weg, da ist der Feuerball abgeprallt. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist unvorhersehbar und einfach gemein. Das macht man nicht. Das ist einfach nicht nett. Na, genau. Ich sollte vielleicht echt mal meine MP aufladen. Aber die regenerieren sich ja auch irgendwie ein bisschen von allein, oder? Ich weiß, ich habe nur irgendwie nicht... Ich verstehe nicht ganz, nach welchem Kriterium. Moment, ist der richtige Weg. Ah, jetzt bin ich schon im Kampf. Ah, ich wollte mich hier gerne noch kurz ein bisschen umsehen. Ach so, aber hier ist irgendeine Sackgasse. Naja, dann bleibt uns, glaube ich, gar nichts anderes übrig. Ist da noch einer? Ah ja, tatsächlich. Das Versteckspiel ist vorbei! Komm raus! Müssen wir da lang? Müssen wir runter? Wirklich? Ich laufe mal lieber hier weiter kurz. Warum gibst du nicht endlich auf? Hier geht's gar nicht weiter. Oh, oder? Träumt schön weiter! Hä? Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ah, hier geht's weiter, oder wie? Oh Mann, ey, das ist aber ein bisschen hier... Ich versteh's nicht, weil dann kletter ich erstmal die Leiter auf jeden Fall runter. Wo ist der Kantenmaler, wenn man ihn braucht? Mit dem wäre das jetzt nicht passiert. Na, dann bleib halt, wo du bist! Moment, sind wir die Leiter vorher hochgekommen, oder? Ja, ich glaube schon. Na los, hau schon ab! Das Versteckspiel ist vorbei! Komm raus! Ich glaube, hier gibt es nicht so viele optionale Wege und Schätze anscheinend. Würde auch gar nicht zur Dramaturgie gerade passen. Aber normalerweise interessiert das Videospiel herzlich wenig, ob gerade irgendwie Gameplay-Elemente zur Dramaturgie passen. Man ist es eigentlich gewohnt. Ich krieg dich schon klar! What? Seit wann können die denn das? Da lacht er. Wie wär's mit gewaltig überpowerten Super-Feuger, das niemand braucht? Weil es viel zu viel Schaden macht für so einen läppischen Gegner. Ah ja, es macht tatsächlich Flächenschaden. Double Kill. Na dann.
Okay, wie wär's mit Blitzer? Wie wär's mit Ether? Wie wär's mit Turbo-Ether? Naja, gut, ich glaube, jetzt hauen wir den einfach so, oder? Aha, und dann ist das, die stellen hier einfach nur zwei Gegner in eine Sackgasse. Das ist nicht nett. Ohne Belohnung, ohne irgendwas. Aber Moment mal. Ach so! Der kann da drüber springen. Hey, zum Glück habe ich das jetzt zufällig rausgefunden, weil ich dachte, das ist ein Hindernis, über das wir sicher nicht drüber kommen. Ihr wisst schon, hüfthohe Elemente und so. Hüfthöhe, hohe Barrikaden. Eigentlich No-Go für Videospielhelden. Wow, hey, wollen wir den nicht vom Geländer ziehen? Ich meine, vielleicht lebt der noch und so. Ich weiß ja nicht. Der stürzt sonst noch ab. Was? Na gut, dann halt nicht. Was macht der Hubschrauberpilot da? Was war sein Plan? Warum schwebt er da eine Viertelstunde? Er sagt nichts, er schießt nicht, er macht nichts, er fliegt nicht weg. Er sitzt da und guckt. Er denkt sich so, yo, wer ist denn das da? Feind oder Freund? Man weiß es nicht. Was hatten die da in der Hand? Sieht ja irgendwie komisch aus. Wie ein Bällchen oder so. So ungefähr, das ist wahrscheinlich. Ich glaube, der war high ohne Ende, der Pilot gerade. Anders kann ich es mir nicht erklären. Feuer! Au, 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 hey, hey. Nach dem Kampf heilen wir uns, aber den machen wir jetzt nicht ohne Heilung. Das kriegen wir hin. Was treibst du denn? Das sind doch nur kleine Fische. Aber das Spiel hat gesagt, ich muss... Moment, wir sind doch im Kampf. Gegen wen kämpfen wir denn noch? Roger. Den Rest überlasse ich euch. Ah, ein Flugkompetent. Na dann, pusten wir den mal von anderen wortwörtlich. So, ich kann doch jetzt hier bestimmt, ich glaube, das habe ich noch nie versucht, oder? Aber ich kann doch jetzt hier bestimmt auch einfach Gegenstände benutzen. Warte mal, nein? Kann ich nicht? Ich muss die echt im Kampf benutzen. Ja, okay, gut, ich meine, ne, so, ja, sind halt wie die Spielregeln, macht ja auch irgendwie Sinn. So, machen wir mal ein kleines Blitzchen. Das kleine Türmchen. Au, machen wir noch ein kleines Blitzchen auf das andere kleine Türmchen. Tifa, kannst du Wind? Nein, die könnte Blitz. Aber sie kommt Feuer, das ist auch gut. Wenn sie trifft, wahrscheinlich eher nicht. Limit! Das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Ich mache lieber ein kleines Luftstößchen. Der Feind ist geschwächt. Oh, zwei zum Preis von einem. Nicht schlecht. Stufenaufstieg und wir heilen uns nicht mal. Ah, oh, come on. Ich bin ja ein Verfechter davon, dass ein Stufenaufstieg was Episches sein muss. Eine gewaltige Explosion. Ein Boom. Alle um einen drum sterben. Es gibt Feuerwerk. Man heilt sich vollständig.
Es ist total krasse Scheiße. Das, so muss ein Level-Up inszeniert sein, meiner Meinung nach. Aber wenigstens, wenn schon das nicht, wenigstens Heilung für ein Level-Up. Das wäre schon drin, finde ich. Das sollte man machen. So viele Spieler zelebrieren ihre Level-Ups nicht mehr. Gerade heutzutage fällt mir das auf, als ob es nichts mehr wert wäre. Und leider sind sie in modernen Spielen teilweise nichts mehr wert. Ich mag die guten alten Rollenspielen, die irgendwie hart gebalanced sind und wo wirklich jedes Level-Up zählt und man merkt einen Unterschied. Ah, sowas wird heutzutage nicht mehr gebaut. Das gute alte Level-Up, das noch Wert hatte. Ja, aber kann ich mich jetzt ernsthaft gar nicht heilen, solange ich hier jetzt unterwegs bin? Ich muss mal gucken, ob ich jetzt irgendwie dann vielleicht, wenn wir über die Passage hier sind, wahrscheinlich kommt gleich wieder eine Cutscene, weil irgendwer fast abstürzt oder sowas. Oder? Nee, vielleicht auch nicht. Ah, hier kann ich Gegenstände benutzen. Das ist ein bisschen unnötig umständlich, finde ich jetzt gerade. Aber ich hätte halt gern im Menü einfach auf Heiltrank 5-mal geklickt. Die Energie von Cloud ist voll. Aber nein, ich muss immer wieder öffnen, Gegenstände, Heiltränke, Cloud. Öffnen, Gegenstände, Heiltränke, Cloud. Ist nicht optimal gelöst. Aber was mache ich denn sonst mit den ganzen alten Heiltränken? Im Kampf benutze ich die sicher nicht, weil das dauert viel zu lange. Also das kostet zu viel Aktionsbalken. Ein ganzer Aktionsbalken, damit ich so eine Mini-Heiltrank nehme. Macht gar keinen Sinn. Und hier jetzt gerade, ja genau. Mein Gott. Okay, weiter geht's. Hey, wo ist denn jetzt eigentlich unsere Grenadierin-Freundin hin? Habe ich wieder was nicht mitgekriegt. Ach, da oben ist die. Ich dachte, die war auf einer Ebene mit uns. Deswegen das Missverständnis. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Und ich werde es wieder tun. Ist das eine Drohung, oder? Chambeur. Hey. Weißt du, Cloud? Ich dachte wirklich, dass wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Aber da wohl geirrt. Eine Jessie Spezial? Ja, genau. Aber ich kann. Ach nein. Tifa weint ja. Jessie. Tifa. Ja.
nicht verzagen. Oder so. Weiter geht's. Hilft eh nichts. Oh, eine Bank und ein Süßigkeitenautomat. Heißt das Bosskampf? Für was steht eigentlich TP? MP Magiepunkte wahrscheinlich. Magic Points. Aber TP Technikpunkte. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Steht das in Trefferpunkte wahrscheinlich, oder? Ist das ins Deutsche übersetzt? Jetzt kann ich hier die Sprache ändern? Würde mich gerade interessieren. Kann man die Spracheinstellungen ändern, ohne dass man ins Hauptmenü muss? Da heißen sie auch TP. Nee, dann kann Trefferpunkte nicht sein. Moment mal. Hier ist alles noch Deutsch. Nee, warte mal. Dann hat das irgendwie nicht funktioniert. Das ist auch die Sprachausgabe, die ich hier eingestellt habe. Ich würde gern den Text verändern, aber irgendwie geht das nicht. Sprechern, nee. Komisch. Warum kann ich denn die Textsprache irgendwie hier nicht verändern? Seltsam, hätte mich jetzt interessiert. Weil eigentlich, warum macht man das? Warum TP? Macht halt HP. Jeder weiß, was HP sind. Niemand weiß, was TP sind. Sowas nervt mich. Das sind so Kleinigkeiten, die nerven mich. Ihr Mistkerle! Ich werde euch zeigen, wo der Hammer hängt! Barrett! Tifa! Hey, sei vorsichtig! Die greifen von oben an! Gut durchgehalten. Was glaubst du? Spielst schließlich die Hauptrolle hier! Aber auch uns Star braucht eine Pause. Seid ihr bereit? Ja. Ist wohl Zeit für eine Revanche. Blut! Turks! Nichts Persönliches, Alter! Ja. Angelegt, das sage ich euch. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Misch dich gefälligst nicht ein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Versuch's. Uns Turks. Hält man nicht so nah. Okay. Vorsicht, er ist schnell. Du träumst wohl. Für dich. Oh, ich habe überhaupt keinen Beschwörungsbalken. Hätte ich jetzt schon gedacht. Aber gut, dann halt nicht, wenn das so ist. Das zahle ich dir doppelt heim. Nee, das wollte ich gar nicht. Hilfe! Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob wir den schon gescannt haben eigentlich beim letzten Mal. Ja.
Oh, irgendwer schießt auf uns. Eine Kugel trifft uns. Oh, knapp vorbei. Das war knapp. Das wäre beinahe das Game Over gewesen. Naja, so kann es gehen. Barrett, mach du auch was. Mach, was ist ein stählerner Wille? Reduzier vorübergehend den erlittenen Schaden. Langweilig. Achtung, Kugel kommt. Puh, Glück gehabt. Vorübergehend einige TP an Gruppenmitglieder ab. Was hast du denn für komische? Dann mach lieber irgendwie... Ah, er kann Vita und Engel. Das ist gut. Mach einfach mal Blitzra. Oder, ja, Ra, stimmt schon. Wir sollten den, glaube ich, echt mal feuern, oder? Nicht so effektiv, wie ich gehofft hätte. Aber geht schon. Tifa, du machst was du... Ne, wo ist denn Tifa? So. Tifa hat doch hier... Der Hackentritt ist, glaube ich, recht schnell, oder? Das macht wahrscheinlich Sinn. Und währenddessen unterstützen wir mit mehr Feuer. Leider nicht anvisieren, den Hubschrauber. Jetzt. So, jetzt passt auf. Da brauchen wir natürlich Aerodactyl. Barrett, du könntest auch einfach drauf schießen eigentlich, aber irgendwie auch nicht. Blitz ist wahrscheinlich auch gut. Abbruch durchgeführt. Nachladen eingeleitet. Ja. Tifa? Ja, ich bin gar nicht voll. Cloud? Cloud? Magie haben wir nicht mehr so richtig, ne? Ich bin zu faul, jetzt Ether zu nehmen. Versuchen wir einfach mal Schwertsturm oder irgendwas. Was ist da? Pyramidenmine. Gegen die soll ich kämpfen, oder wie? Ah, da unten kann man schöner lesen. Pyramidenmine. Ja, greif mir lieber Reno an. Oh oh. Ach, das macht eine Pyramidenmine. Ich verstehe. Wenn also, das so ist. Können wir den irgendwie retten? Was macht denn eigentlich hier Chakra? Hey, Barrett ist ein ganz schöner Support-Heiler irgendwie. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Tja. Ich weiß nicht, ob das den Hubschrauber trifft, ehrlich gesagt. Nee, habe ich mir schon gedacht. Aha, Hubschrauber, kannst du dich mal stillhalten? Okay, Cloud, du bist absolut nutzlos. Hau ab. Furchtbar. Nehmen wir lieber Barrett. Aber der hat keine guten Fähigkeiten. Das nervt mich irgendwie. Wir können blitzen, solange er okay hat. Cloud kann jetzt gerade auch irgendwie nichts Sinnvolles machen. Kein Ziel vorhanden. Okay, Cloud, du bist sogar noch nutzloser, als ich dachte. Ach so, weil der Hubschrauber kaputt ist. Na dann. Ist dir etwa rausgefallen? Dachte, du bräuchtest vielleicht Hilfe. Den Bericht reichst du ein. Na, dann wollen wir mal, Alter. Jetzt zeigen wir euch. Aus
aus welchem Holz die Tags geschnitzt sind. Und wir zeigen euch, wo der Battle Mod in Most holt. So. Ja, Feuer geht immer, oder? Die Lektion werdet ihr heute lernen. Mit Turks legt man sich besser nicht an. Ganz schön ambitioniert. Zumindest kann ich jetzt wieder Clouds Fähigkeiten benutzen. Die brauchen keine MP, das ist gut. Aber ich würde mich ehrlich gesagt lieber, glaube ich, auf Reno konzentrieren. Wobei Root auch sehr tot ist, ne? Wow, jetzt können wir dann... Ich muss eigentlich jetzt echt Cloud heilen, aber ich glaube, ich mache mal schnell noch meinen... Ja, das hat funktioniert. Sehr effektiv. Da war es nur noch einer. Okay, Cloud, jetzt brauchen wir aber wirklich einen Megatrank. Dafür können wir jetzt sogar gleich beschwören. Barrett, du könntest jetzt schon beschwören. Ach, Barrett hat kein Beschwörungsponüppelchen. Aber Tifa kann jetzt beschwören. Cloud auch. Den hat Tifa gleich nochmal. Ja, holen wir ihn. Halt dich nicht zurück! Lohnt sich jetzt eigentlich fast gar nicht mehr, weil der Kampf ist vorbei. Aber vielleicht kommt ja noch eine zweite Runde, man weiß es nicht. Oder eine vierte Runde mittlerweile eher, aber gut. Ja, da guck du, oder? Das ist nicht normal, anscheinend. Au. Schade, da geht er schon wieder. Warte auf Aktivierungsbefehl. Marlene ist in Sicherheit! Eris! Wo ist sie? Wo ist Marlene?
Wo ist meine Tochter? Wo seid ihr? Klaus, ich bin... Hier. Ihr seid in Kontakt mit dem alten Volk gekommen und habt ihre Nachkommen zurück in unsere Arme getrieben. Dafür haben wir aufrichtig zu danken. Deshalb tut es mir auch leid. Leid für euch. Altes Volk? Lauf weg! Ihr müsst fliehen! Und wohin sollen sie denn fliehen? Aeris! Verankerungen werden gelöst. Bitte sofortige Evakuierung einleiten. Oh, Zeitlimit. 30 Sekunden. 20 nur noch. Wo müssen wir hin, Klaus? Ich weiß es nicht. Versteck dich in den Pappkartons. Nein? Schade. Hey, wo ist denn die Verankerung? Können wir nicht einfach noch ein bisschen höher klettern und dann stürzen wir nicht mit ab? Hey! Oder wie jetzt? Hierher! Hiermit kommen wir nach unten! Versteh ich nicht. Komm! Na los, Tempo! Tja, ich glaube, jetzt sind alle tot, habe ich das Gefühl. Aber wer zur Hölle war der Katzenkönig da oben? Das war eine weirde Sequenz. Plötzlich kommt da so ein Katzenkönig-Kerl und sagt so, ah, damn it. Und wir haben den noch nie gesehen. Wir wissen nicht, wer das ist. What? Hä? Naja. Schauen wir uns mal an. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dafür, dass gerade von oben quasi eine ganze Stadt runtergefallen ist, auf eine andere Stadt, aus riesiger Höhe, sieht es gar nicht so schlimm aus, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, ob vielleicht sogar welche überlebt haben.
Ländchen. Ländchen. Ländchen! Marlene! Blix! Wedge! Jesse! So ein Scheiß! Scheiße! Ja! 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 Verdammt! Marlene! Alles unsere Schuld. Nein, ist es nicht, Tifa. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Eris doch gesagt. Eris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Hey! Wo willst du hin? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Genau, wegen Ausrüstung und so. Ich finde es irgendwie cool, dass Barrett, da habe ich nie so drüber nachgedacht, aber ich finde es echt eigentlich cool, dass Barrett im Grunde eine Körperbehinderung hat, nur einen Arm hat. Ich meine, der hat seine Armprothese permanent oben und kann damit ziemlich rumschießen und so. Aber, was ihn sehr mächtig macht, aber grundsätzlich finde ich das sehr sympathisch. Ich finde es fast schade, muss ich sagen. Oder was heißt, ich finde es fast schade. Ja, doch, schon irgendwie. Ich hätte es schön gefunden, wenn es so Szenen gäbe, wie das Barrett heimkommt von dem Einsatz und seine Armprothese, seine Kanone abnimmt, wenn er zu Hause ist, wenn er mit seinem Kind interagiert, wenn er privat ist und so weiter. Das hätte ich ganz schön gefunden. Weil das wäre dann wirklich so ein... Da hätte das Spiel schon eine Chance gehabt, einfach... Körperbehinderungen so ein bisschen mehr zu normalisieren und repräsentieren. Und das ist halt immer gut. Das darf man nie, also das darf man immer nicht unterschätzen, was so Kleinigkeiten, wie eben zum Beispiel, dass hier dann das Spiel ganz normal mit Körperbehinderungen umgehen würde, mit so einem fehlenden Arm in dem Fall, wie das Betroffenen helfen kann. Wie das einfach Menschen mit Körperbehinderungen helfen kann, wenn sie eben sehen, also gerade auch jungen Menschen, Kindern, wenn sie sehen, hey, der hat auch nur einen Arm und der ist total cool und stark und mächtig. Und ne, diese Kleinigkeiten sind einfach wichtig. Repräsentation ist einfach wichtig, genau aus dem Grund. Oft sind die Menschen halt nicht in die sozialen Gefüge eingebettet.
eingebettet, die man sich wünschen würde, und kriegen vielleicht nicht die Unterstützung und die Hilfe, die sie brauchen. Und gerade dann können wirklich so einfache Figuren, so einfache Helden aus Medien wichtige Bezugspersonen sein und wichtige Rollenvorbilder auch sein. Und da hätte das Spiel eine Chance gehabt, mehr draus zu machen, finde ich. Wenn man schon einen Charakter mit wirklich eben einer Körperbehinderung drin hat, hätte man das ein bisschen auch in den Fokus rücken können jetzt hier in dem Remake. Hätte ich schön gefunden. Fällt mir nur gerade so ein. Wäre eine Chance gewesen, was wirklich Cooles draus zu machen, so ein bisschen. Muss man gar nicht großartig thematisieren, aber einfach nur ein bisschen mehr zeigen. Ein bisschen mehr normalisieren eben. Naja. Weil das Spiel versteckt es ein bisschen eher. Und das finde ich schade. Und? Verrätst du mir, wo es hingeht? Zu Aeris Haus. In Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du über das alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Aeris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Wieder warst du zu schwach. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Alles okay. Schnell weiter. Moment mal, jetzt sind wir schon hier in Bezirk, Partyzone wieder. Das ging schnell, irgendwie. Ich dachte, die Bezirke sind weiter voneinander entfernt. Stimmt eigentlich, ne? Jetzt sieht man den Himmel hier. Also ich meine, das ist zwar jetzt natürlich eine Riesenkatastrophe und wahrscheinlich sind Tausende von Menschen gestorben, aber wenigstens haben die jetzt Tageslicht. Man muss auch die positiven Seiten sehen. Von so einem Massenmord. Naja. Schleichen wir vorbei. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Ich kann mich wirklich nicht mehr zusammen. Bewegen. Wo muss ich denn hin eigentlich? Ach so, Achtung, da nicht lang. Habt ihr sie? Wir suchen immer noch die Häuser nach ihnen ab. Das ist zu gefährlich. Ich muss. Ja, Mann. Habt ihr sie? Wir suchen immer noch die Häuser nach ihnen ab. Was ist los? Wir brauchen es. Gibt bestimmt Hunde für die Leute. Jesse war auf dem Pfeiler, oder? Ja. Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Rich war unten in den Slums. Verstehe. Armes Tuckel. Ich muss sie suchen. Hat Angst. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann.
geklaut. Hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Aber erst muss ich ganz kurz auf die Karte gucken. Ah ja, okay. Das hat vielleicht gekracht. Das glaube ich. Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an. Gib halt das Tempo vor. Ich sprinte eh schon, schneller geht nicht mehr. Ich habe schon überlegt, ob ich aus dramaturgischen Gründen langsam durchgehe, damit wir uns die Zerstörung anschauen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, dauert viel zu lange. Warum waren denn die Wege so lang früher? Und jetzt gehen wir einfach von Bezirk zu Bezirk. Als wäre es überhaupt nichts. Woher wissen wir eigentlich, wo Marlene ist? Wo, wirklich, woher wissen wir, dass sie hier ist? Marlene! Hilton! Hat uns das Aerith gesagt? Ich glaube nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollte man trotzdem anklopfen. Das ist, da wohnen fremde Leute, Barrett. Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett! Eben. Cool bleiben. Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... rosa! Heute hatte sie was Rosa an. Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft. Ja, also, come on jetzt. Was soll denn das? Ich finde es irgendwie lustig, weil Barrett hat immer noch die Proportionen so ein bisschen. Ich glaube, das würde mich beruhigen. Von den alten Charaktermodellen auf der alten PlayStation. Die waren ja sehr klobig und eckig und kantig. Und ne, alle waren so viereckige, kleine, gedrungene Würfelfiguren. Und alle wurden irgendwie so ein bisschen dünner und langgezogener in ihren Charaktermodellen, halt einfach menschlicher, realistischer. Aber Barrett sieht immer noch so ziemlich aus wie damals. Nur nicht so eckig, aber genauso wie so ein Schrank halt. Marlene, ein Glück. Du lebst. Aerys ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aerys zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft. Richtig? Hat Aerys dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aerys ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber
Ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Damals, als die Welt noch schwarz-weiß war. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aeris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte Ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie Sie. Werden in der Welt die Leute mit ihren Frisuren geboren und die verändern sich nie? Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Wahrscheinlich. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aeris aus heiterem Himmel. Sonst kommt die Weinpolizei. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh! Jaha! Nein! Geh weg! Aeris, du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aeris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind. Alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aeris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aeris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn zu oft wusste Aeris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Das war gerade so ein bisschen wie eine Folge von X-Factor, finde ich. Gerade mit dieser Narrative von ihr drüber. Ich wusste natürlich, dass das nicht stimmen konnte, denn das Mädchen wusste zu oft Dinge, dass sie eigentlich gar nicht wissen konnte. Jetzt fehlt nur noch ihr, wie heißt er?
Der Schauspieler, mir fällt der Name nicht ein. Nummer 1 aus Star Trek, der jetzt irgendwo hinten aus den Kulissen aus dem Schrank rauskommt und sagt, tja, ist die Geschichte über das Mädchen, das Geister sehen kann, wahr? Oder ist das nur ein Geistesblitz unserer Autoren, den wir ihnen hier aufgebunden haben? Oder so ähnlich. Naja, ich musste gerade voll die ganze Zeit, ich hatte voll so X-Factor-Vibes, deswegen musste ich gerade lachen. Ich weiß, es ist alles sehr ernst und dramatisch. Reißen wir uns zusammen hier. Es sind virtuelle Menschen gestorben gerade. Nicht lustig. Seltsam, dass die Turks Eris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Jonathan Franks oder so, glaube ich, heißt er. Okay. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf. Wenn ich jetzt auch noch Eris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud. Eris Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Alles klar. Macht mir keinen unnötigen Ärger. Na gut, wenn die das sagt, machen wir das nicht. Aber was wir jetzt machen, ist Schluss für heute. Hier machen wir mal einen Cut. Die Folge war ein bisschen länger als die Stunde, die ich jetzt so immer eingeplant habe, weil schon wieder welche, ist egal. Ganz viele Folgen. In einem Paket ist doch auch nicht schlecht. Ja, da machen wir jetzt hier Schluss und die nächste Folge kommt bestimmt. Und dann schauen wir. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle tot sind. Sind alle tot? Alle? Das wird dramatisch. Vor allem für Barrett wahrscheinlich und Tifa. Für Cloud nicht so. Doch, Cloud tut nur so, als ob es ihm egal wäre, oder? Aber in Wirklichkeit, doch, ich glaube, Cloud ist es wirklich ein bisschen egal. Ich weiß es nicht. Ein bisschen. Ich meine, der kannte die auch nicht wirklich. Ist ja auch egal. Wir finden es raus. Beim nächsten Mal. Oder übernächsten Mal. Oder irgendwann danach. Aber irgendwann. Definitiv. Ciao.